Vor 60 Jahren hat man in Deutschland noch mit diesen wunderschönen alten Telefonen telefoniert. Die Technik hat sich seitdem weiterentwickelt, aber ein Angebot, was vor 60 Jahren gegründet wurde, besteht bis heute fast unverändert, nämlich die Telefonseelsorge. Die ersten Versuche einer telefonischen Notrufnummer bei einem Pfarrer etwa sind schon älter. Da gab es in Nürnberg auch schon Jahrzehnte vorher erste Erfahrungen. Aber seit 60 Jahren ist die Telefonseelsorge nun ein wirklich etabliertes Angebot hier in Deutschland. Und dass es bis heute ein hohes Vertrauen genießt, dieses Angebot, das zeigen zum Beispiel Erfahrungen mit Ärzten, die psychisch erkrankten Patienten den Rat geben, wenn sie in der Nacht so sehr von Ängsten geplagt werden, dass sie nicht mehr weiter wissen, dann rufen sie doch die Telefonseelsorge an. Nun, dieses Angebot ist überhaupt nur möglich, weil es viele, viele Ehrenamtliche gibt, die bereit sind, diesen Dienst auch in der tiefen Nacht zu leisten. Sie werden speziell geschult und ausgebildet dafür. Ich finde es eine großartige ehrenamtliche Arbeit, für die man nur dankbar sein kann. Allerdings zeigt das eben erwähnte Beispiel auch, dass es auch Versorgungslücken in Deutschland gibt. Denn Menschen mit ernsten psychischen Erkrankungen, die brauchen in der Nacht vielleicht manchmal mehr als nur einen Gesprächspartner am Telefon. Es gibt Modelle wie den ambulanten Krisendienst hier in Mittelfranken oder ähnliche Angebote in München und Regensburg, aber das ist in Bayern bei weitem nicht flächendeckend gewährleistet. Es gibt im Moment ernsthafte Bemühungen auf der Landesebene im Zuge eines neuen Gesetzes, diesen Krisendienst flächendeckend in Bayern zu etablieren. Ich kann mir nur sehr wünschen, dass das tatsächlich kommt. Kostet natürlich auch Geld, aber für die vielen Menschen, die oft ganz unerkannt mit ihren seelischen Nöten in Bayern leben und wo oft die Nacht die schlimmste Zeit ist und die gefährlichste Zeit, gerade für die braucht es ein gutes fachliches Angebot. Die Telefonseelsorge wird mit ihren Möglichkeiten weiterhin gebraucht werden. Das zeigen die Erfahrungen auch bei ganz jungen Menschen heute, die zu diesem Hörer greifen. Herzlichen Glückwunsch und danke allen, die seit 60 Jahren dieses Angebot aufrechterhalten.